So, ich würde sagen, jetzt ist endgültig fertig. Ich habe hier einen Schalter dran. Einmal kann ich auf quasi schalte jetzt um. Also einmal, wenn der Schalter hier eingeschalten ist. Der Schalter ist jetzt nur an zwei Pins am Chip dran. Also ein Pin vom Chip auf Masse. Also ganz einfach. Man braucht wirklich nur einen ganz einfachen Umschalter. Weil der Chip da durchleitet einfach. Ich habe das Programm nochmal geändert. Und zwar bin ich direkt jetzt hier. Okay, ich bin jetzt da auf 27415, wenn ich sende. 1, 2. Ich habe ein bisschen Verzögerung beim Trigger drücken. Aber ich kann das Ding nicht durcheinander bringen. Egal was ich mache. Egal wie ich das mache. Und egal wie sehr der Schalter hier kratzt oder so. Es vertut sich nicht. Also empfangen auf 40 und senden auf 1. Und wenn ich den Schalter ausschalte, sendet es auf 40. Und eins ist klar, wenn ich ihn einschalte, ich habe da eine leichte Sendeverzögerung drin. Und wenn ich direkt dann, ich gehe mal auf direkt, geht es ein bisschen schneller. Liegt aber halt daran, weil der erst den Kanal umschalten muss. Der 40, weil der erst den Kanal umschalten muss und dann erst senden kann. Daher leicht die Verzögerung drin. Aber gut, wenn man nur kurz drückt, merkt man, der schaltet hin und her. Aber er sendet für 0,2 Sekunden, aber das DPLL vom Funkgerät, die schwingt nicht ein. Die braucht beim Frequenzwechsel auch eine Zeit zum Einschwingen. Und muss ich mit berücksichtigen. Also 1, 2, 3, geht super. Ja. Okay, ja, schenkt mir ein bisschen Echo. Echo, Mike, ja. Okay, und Empfang geht auch. Also... Raussperre wieder rein. So schaltet es um. Wenn man das Ding ausschaltet, schaltet es nicht mehr um. Und narrensicher ist zu senden, schaltet das Ding um. Kommt auch nicht durcheinander, ist zu senden, schaltet das Ding beim Senden um. Kommt auch nicht durcheinander. Es verstellt den Kanal nicht. Also es bleibt immer auf 40.1, egal was ich mache, senden, schalten. Oder senden, schalten. Jo. Der Chip denkt ein bisschen mit, was er dem Funkgerät schickt. Okay.